Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Diesmal müssen wir erstmal eine Vorbereitung treffen. Wir haben nämlich einen Knochen vergessen oder zumindest noch nicht gemacht, der relativ wichtig für die Animation ist, denn wir wollen ja unser gesamtes Rig bewegen, zum Beispiel zum Springen. Da könnte ich natürlich einfach alle Knochen markieren und ihn nach oben heben, aber damit wir das sauber keyframen können, wie wir im letzten Tutorial gesehen haben, ist es geschickter, wenn wir nur einen Knochen bewegen und den dann keyframen. Darum brauchen wir einen zusätzlichen Knochen. Wir gehen also auf unser Rig zurück in den Object Mode, dann in den Edit Modus und bauen uns einen neuen Knochen. Mit Shift A erstellt er einfach sofort einen Knochen. Das reicht uns auch völlig. Der kriegt eh einen Custom Shape und den benennen wir als allererstes um. Gehen hier in den Bone rein und nennen den Root oder weil wir die ganzen Knochen schon auf Deutsch benannt haben, ist das einfach der Basisknochen. Der Basisknochen ist kein Deform, das bedeutet, er wird sich beim Weight Painting nicht einmischen und zudem sollten wir dem einen eigenen Shape geben und auch noch alle anderen Knochen, die wir mit ihm bewegen wollen, zuweisen. Das heißt, wir markieren im Edit-Modus unsere Pole Bones, dann unsere IK Bones. Moment, das ist der IK, das ist ein IK, hier unten die beiden und unseren Torso-Knochen, an den alles andere bisher geparentet ist. Dann als letztes markieren wir unseren Basisknochen mit Steuerung P Keep Offset. Keep Offset, weil er den Differenz, also diesen Abstand beibehalten soll. Bei Connected würden die sich direkt an ihn binden magnetisch, das wollen wir nicht, also Keep Offset. Und jetzt haben wir einen Knochen, der im Pose-Mode alle anderen steuert. Schnappen uns den Knochen und können jetzt unseren gesamten Charakter hüpfen lassen. Das ist ganz wichtig, denn hüpfen funktioniert in dem Falle so, dass wir den gesamten Körper bewegen und die Körperteile tun einfach nur so, als ob das Sinn ergibt, was sie gerade tun. Von daher möchten wir den allerdings noch ein bisschen hübscher machen, weil dieses Teil hier in der Mitte kann sich keiner anschauen. Also hier Custom Object unter Bones haben wir ja den Custom Shape im Viewport Display und dort wählen wir den vom Torso aus. Jetzt haben wir unseren Root Bone. Den können wir im Edit-Modus, falls wir wollen, auch noch ein Stück nach unten machen. Ach, sonderlich hübsch ist er hier nicht. Also zurück in den Edit-Modus und ziehen den einfach ein Stück nach unten. Der wird ungefähr in der Mitte sein. Das heißt, wir setzen ihn hier hin. Gehen zurück in den Pose-Mode. Und jetzt ist er ungefähr am Boden. Wir können unseren Körper verändern wie vorher. Das heißt, alles lässt sich normal steuern. Mit Parenting bedeutet in diesem Falle nur, dass dieser Knochen die anderen gleichzeitig mit verändern wird. Somit lässt er sich als einzelner Knochen keyframen und das ist genau das, was wir brauchen. Jetzt sind wir bereit, um uns mit der Idle-Animation zu beschäftigen. Als allererstes bringen wir unseren Charakter wieder in eine normale Position mit Alt, G, R und S und gucken uns mal unsere Timeline an. Wie wir im letzten Tutorial gelernt haben, funktioniert das über Keyframing. Auch hier werden wir das nicht anders machen. Und wir werden mehrere Animationen hinzufügen. Das heißt, das allererste ist eine Idle-Animation, dann laufen, hüpfen, rennen, vielleicht sogar kämpfen. Schauen wir uns an, was wir alles benötigen, um ihn dann später in Unity ein bisschen bewegen zu können, indem wir ihn dann in ein rohes Spiel importieren. Wir werden jetzt als allererstes unser Rig in eine Position bringen, von der aus wir immer wieder eine Animation starten, das heißt unsere Standardposition. In dem Falle machen wir es uns einfach. Wir gehen einfach auf Frame 0 und keyframen uns das zusammen, was wir haben möchten. In dem Falle möchten wir zum Beispiel mit der Ausgangsposition starten, die relativ natürlich ist. Dennoch wollen wir unsere T-Pose nicht verlieren. Unsere T-Pose ist das, was wir immer wieder haben, wenn wir Alt, G, R und S drücken. Als Startposition eignet sich aber eine natürlichere Haltung. Also wird bei Frame 0 jetzt eine Haltung angenommen, die etwas entspannter und natürlicher ist. Das bedeutet, wir gehen hier ein bisschen in die Hocke, leicht angewinkelt. Dann werden wir die rechte Hand etwas anlegen, so nach unten, ganz entspannt, so ungefähr, noch ein Stück nach hinten. Der rechte Fuß ist soweit in Ordnung. Da brauchen wir nichts verändern. Der Kopf schaut geradeaus. So ungefähr. Vielleicht leicht nach unten. So ist es etwas natürlicher.
Und damit wir das hier auf der linken Seite machen können, oder in seinem rechten Arm besser gesagt, kopieren wir einfach die Pose, also Copy Pose, und Rechtsklick Paste XFlip Pose. Somit haben wir auf der rechten Seite genau das gleiche wie auf der linken Seite. Beim Fuß haben wir nichts verändert, Kopf und Torso brauchen wir nicht nochmal spiegeln und wir haben jetzt einfach einen Charakter in einer ganz entspannten Position. Wichtig ist, damit es nicht verloren geht, alles markieren, I, Copy, Location, Rotation und Scale. Wir haben jetzt unten in unserer Timeline alle Knochen, die wir besitzen, inklusive dem Basisknochen, fest an diese Position gepinnt und können immer wieder diese Position wegkopieren, wenn wir sie benötigen. Mit Frame 1 starten wir bereits unsere Idle-Animation. Das bedeutet, das ist das Erste, was sichtbar ist, sobald die Idle-Animation im Spiel abgespielt wird. Die wird immer dann abgespielt, wenn der Charakter nichts tut. Zum Beispiel, wenn er einfach da sitzt, seine Waffe betrachtet, seine Hände betrachtet, atmet, solche Dinge. Bei unserem Charakter zum Beispiel könnte er seine Hände bewegen und sich umschauen. Für unsere Idle-Animation fangen wir am besten beim Kopf an. Bevor wir etwas machen, nehmen wir den kompletten Charakter und schauen, dass wir eine Standardposition auf unser Frame 1 kopieren, von der wir dann wieder zurückschleifen. Ganz am Ende der Idle-Animation. Also alles markieren, einfach hier oben bei Summary auf den obersten Keyframe, der markiert alle unteren, und dann mit Shift-D 1 nach drüben ziehen. Jetzt haben wir bei Frame 1 unseren Charakter. Wir möchten, dass unsere Idle-Animation, sagen wir mal, 5 Sekunden lang geht und dann von vorne anfängt. Wenn unsere Animation 5 Sekunden geht, bei einer FPS-Zahl von 24, müssen wir 5 mal 24 Frames zur Verfügung haben. Wir können das jetzt entweder im Kopf rechnen oder wir geben 24 mal 5 ein. Denn jedes Zahlenfeld in Blender hat einen integrierten Taschenrechner. Mit Enter haben wir die 120 Frames, die wir benötigen. Die erste Sekunde wird 24 Frames sein, das heißt, ungefähr nach einer Sekunde soll er sich seinen Kopf leicht drehen. Das wird ungefähr in diesem Bereich hier sein. Das muss nicht genau auf die Sekunde gehen. Wir schauen einfach, dass es in dem Bereich sein Kopf sich einfach mal gedreht hat. Also bis hierhin lassen wir den Kopf noch stabil. Sagen wir mal bis Frame 15. Hier machen wir nochmal einen Rotation. Den fixieren wir einfach hier. Dann gehen wir auf 30. Er braucht dann ungefähr so viel Zeit, um seinen Kopf zu drehen. Mit R und Z können wir ihn hier rüber schauen lassen. Dazu ganz wichtig, bloß die Kopfrotation nehmen. R und Z, schaut hier rüber, schaut vielleicht ein Stück nach unten, so ungefähr. Dann die Rotation keyframen. Dann schaut er wieder ein Stück zurück, also brauchen wir etwas mehr Zeit, dass er in die andere Richtung schaut. Und wir gucken hier rüber und vielleicht ein Stück nach oben, genau. Leicht verändern. Mal die Rotation festlegen und am Ende unserer Idle-Animation sollte er natürlich wieder zurück auf seinen Startwert, das ist der hier. Den kopieren wir mit Shift-D, ziehen ihn schon mal nach hinten. Wichtig ist, dass wir es nicht duplizieren, also bei 221 ansetzen. Sonst haben wir nämlich unsere Position ganz am Ende doppelt und während der Zeit passiert gar nichts. Das haben wir ja im vorherigen Tutorial schon gesehen. Was ich damit meine. Wir schauen uns später nochmal im Detail an. Gucken wir mal, was er in der Animation macht. Er schaut hier runter, dann schaut er hier hoch, dann sollte er jetzt noch ein bisschen gerade ausschauen, vielleicht zwischendrin nochmal seinen Kopf ein bisschen schräg, ein bisschen hier rüber, nochmal eine Rotation und wieder zurück. Schauen wir mal an, wie das Ganze loopt. Das ist ein bisschen zu dynamisch, das heißt, wir wollen das ein bisschen zackiger. Er schaut hier rüber und dieses Zurück soll etwas schneller passieren. Das heißt, wir kopieren unsere Rotation vom Kopf, im Fall hier, mit Steuerung D oder Shift D besser gesagt, und ziehen sie hier rüber. Damit hält er den Kopf eine Weile da und dann bewegt er ihn zurück. Genau, das sieht schon sehr viel natürlicher aus. Ihm ist langweilig, er bewegt sich nicht schnell. Da
Dann wird seine Schulter ein bisschen dem Kopf folgen. Das heißt, er schaut in die Richtung, das ist der stärkste Punkt, in dem er sich nach rechts neigt. Wir drehen unseren Oberkörper auch ein bisschen nach rechts, natürlich nur ein kleines Stück, ungefähr so. Das reicht schon völlig. Die Rotation keyframen. Dann in dem Teil, also in diesem Bereich hat er die Rotation wieder in die andere Richtung. Da wird er sie hier rüberziehen ein Stück. Ungefähr so. Keyframen wir wieder. In dem Falle wollen wir bloß diese Rotation. Rotation. Die kopieren wir hier auch mit Shift-D ein Stück nach drüben. Und jetzt bewegt er sie wieder zurück. Wenn er beim Zurückbewegen möchten wir unsere Rotation vom Oberkörper wieder auf Null-Position haben. Was wir vorher vergessen haben, als wir unseren Startpunkt hier kopiert haben, haben wir nicht alles mit kopiert, sondern bloß einen Teil. Deswegen wird unsere Animation jetzt ein bisschen anders aussehen. Er zieht sich hier rüber, so, und geht wieder in die Null-Position. Schauen wir uns das mal an. Sehr gut. Jetzt müssen die Arme noch folgen. Das heißt, wir haben hier einen Blick nach rechts. Hierbei sollten die Arme sich auch ein wenig zurückbewegen. Schauen wir einfach mal, dass die dem Ganzen etwas folgen. Ungefähr so. Die gehen ein Stück nach vorne. Beides markieren und die Lokation festlegen. Wir können auch noch die Rotation hier anpassen, dass er die Hände ein bisschen hier rüber nimmt. Dass sie sich ein wenig natürlicher bewegen. Ungefähr so. Beides markieren und die Rotation festlegen. Schauen wir mal, das sieht gut aus. Er, bei dem Weg hier rüber hat er seine Schulter schon komplett gedreht. Da muss natürlich dann die Hand folgen. Also die wird jetzt hier rüber gezogen. Ungefähr so. Die Hand wird sich noch ein Stück hier rüber drehen. Die hier öffnet sich in die Richtung. Der Arm geht ein Stück zurück. Hier kann sich der Arm ein bisschen entspannen vielleicht so. Die Hand noch ein bisschen hier rüber. Da könnt ihr dann damit spielen. Das sind die beiden, die wir hier noch keyframen müssen mit Lokation und Rotation. Und dann sollte das Ganze etwas besser aussehen. Ja. Das Ganze sollte einfach überall eine kleine Bewegung haben. Das heißt, auch wenn er ein Stück nach vorne schaut, können wir das Knie noch ein bisschen einsinken lassen. Das heißt, in dem Falle können wir die Knie noch ein bisschen mitbewegen. Wir haben in dem Falle jetzt die Bewegung nach rechts zu seiner rechten Seite, können auch das Knie ein Stück hier nach drüben drehen, wenn wir es mit G hier rüberziehen. Den hier können wir auch leicht anheben. Ja, das sieht vielleicht nicht ganz so gut aus. Das ist besser, wenn er dann auf einen Ballen sich wirklich aufrollen kann. In dem Falle lassen wir das besser weg. Aber das Knie ein bisschen runterdrehen ist keine schlechte Idee. Auch den Oberkörper können wir noch ein kleines bisschen. Ja, würde ich vielleicht gar nicht wirklich machen. Ah, doch ein kleines Stück vielleicht. So, das reicht schon. Nur ein kleines Stück. In dem Falle noch die Lokation und dann die andere Richtung. Er ist jetzt hier in der maximalen, ungefähr hier. Dann drehen wir den ganzen Körper ein Stück hier rüber. Also wieder von oben. Ein Stück zurück. Ein Stück dahin. Die beiden schon mal keyframen. Der Lokation. Und dann hier wieder ein bisschen in die Richtung drehen. Hier vielleicht nochmal die Rotation. Und den Arm finde ich so ein bisschen hilflos da. Ich denke, das wäre geschickter, wenn die nicht beide hier rüber gehen, sondern dass der hier dann
ein bisschen lose nach unten geht. Also vielleicht nochmal in der Höhe etwas runter, so ungefähr. Der hier muss nicht ganz so aggressiv nach hinten, so ungefähr. Gut. Also die beiden Arme nochmal Keyframe mit Rotation und Lokation. Und wir schauen uns die Animation an. Ah, da haben wir unser Problem. Der Arm ist entspannt und plötzlich spannt er ihn hier an. In dem Moment haben wir definitiv zu viel Druck hier drauf. Also ziehen wir den nochmal ein Stück nach oben. Nochmal die Keyframe auf der Lokation. Das sieht besser aus. Jetzt bewegt sich unser Charakter ein kleines bisschen. Das reicht schon ein bisschen, damit er lebendig wirkt. Wir blenden mal unsere verschiedenen Sachen noch aus. So, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das ist eine schöne Idle-Animation. Man kann auch mehrere machen dann später im Spiel, damit die sich gegenseitig abwechseln. Aber ich finde, damit hat unser Charakter schon mal einen gewissen lebendigen Touch. Man kann auch Dinge einbauen, wie zum Beispiel, dass er seine Hände anschaut oder dass er ein bisschen auf seinen Zehen wippt. Ist in dem Falle jetzt, da sich unser Fuß nicht biegen lässt, da er nur einen Knochen besitzt, vielleicht ein bisschen schlecht. Die nächste Animation wird aufwendiger. Das ist ein Walk Cycle und die sind gar nicht so einfach realistisch darzustellen. Da behelfen wir uns auch, indem wir in unserer Timeline Notizen setzen. Es gibt nämlich eine Note-Funktion und das wird sehr, sehr spannend. Viel Spaß im nächsten Teil und bis dann.